So. Ich muss nur lachen, weil es scheint irgend so eine neue Funktion in dem Programm zu geben, dass sich das von selbst in Gang setzt, die Aufnahme, ohne dass man da vorher irgendwas einstellt. Normalerweise drücke ich dann immer auf den, auf diesen Knopf, auf diesen Aufnahmeknopf. Ja, also ich bin es wieder. Mein Name ist Tanja Asta Zimmermann auf Instagram und bei Etsy habe ich den kleinen Garn- und Faser-Shop. Asta Zimmermann Shop heißt das. Ich verlinke das auch nochmal unten. Ich habe ja gestern ein Video gemacht und das war dann eine halbe Stunde lang und ich dachte, mein Gott, das ist, sich ewig angefühlt, aber halbe Stunde ist eigentlich sportlich. Ich hatte da zwischendurch auf Pause gedrückt und ich bin auch ja nicht völlig blöde. Also ich habe schon darauf geachtet, als ich es wieder eingeschaltet habe, läuft ja unten mit so einem roten Aufnahmepunkt, der blinkt die Zeit weiter und das war alles gegeben, aber trotzdem ist dieser zweite Teil des Videos weg. Und ich bin nur erleichtert, dass der erste Teil drauf ist, weil wenn ich nochmal das ganze Shop-Update hätte zeigen müssen. Ich habe das ja dann alles in die Wollkisten getan und nicht mehr wirklich extrem sortiert nach Sets. Ja, das hätte ich nicht gemacht. Das wäre furchtbar gewesen. So, und deswegen ist es also halt auch nur halb so schlimm, weil ja wenigstens ein kompletter Teil gestern fertig geworden ist. Und der andere Teil ist weg. Und in diesem anderen Teil habe ich ein super professionelles, sogenanntes, hippes Unboxing gefilmt von meiner letzten Lieferung von John Arben, die ich gestern bei der Post abgeholt habe. Jetzt ist das natürlich alles schon weggeschmissen, also jetzt nicht die Wolle, sondern die Verpackung. Also jetzt sieht das alles nicht mehr so richtig original aus. Aber ich möchte euch das trotzdem gerne noch zeigen, weil ich ja durch Zufall auf die Idee gekommen bin. Also nee, ich muss das anders erzählen, aber ich hole immer so weit aus und das interessiert dann auch keinen. Ja, also ich bin ja ein großer Fan von John Arben, weil der diese lokal produzierten Garne und Kammzüge macht in wunderschönen Farben und mit dieser, also eben nicht nur Merino, sondern auch mit diesen ganzen etwas robusteren Schafrassen. Also ihr wisst was, ich meine natürlich nicht robustere Schafrassen, also robustere Wolle von anderen Schafrassen als nur Merino. So. Und da habe ich jetzt in letzter Zeit sehr viel bestellt und ich wollte eigentlich einen Faserkalender, den ich ja zur Tour de Vlies angeboten habe, also der jetzt schon also lange ausverkauft ist. Da hatte ich ja Rolex hergestellt, das wollte ich eigentlich spinnen, aber ich habe das ja gestern auch schon einmal angefangen zu erklären, aber dann bin ich da irgendwie drüber hinweggekommen. dass merkwürdigerweise ich nicht so viel Spaß daran habe, meine eigenen Sachen zu verarbeiten. Das habe ich aber auch erst mit der Zeit gemerkt. Also natürlich sind die schön und ich finde die auch super schön, aber ich bin dann, wenn ich das verspinne oder das verstricke, das ist nicht mehr so dieser Überraschungsmoment, den man hat. Ja, wie sieht das Garn aus, wenn ich den Strang aufmache? Wie sieht das Garn aus, wenn ich es gewickelt habe? Also ich habe mir das alles dann so oft angeguckt, dass mich da nicht mehr viel überrascht. Und ich weiß nicht, das kann man vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich habe mir jetzt einfach, weil ich so viele Fasern von John Arben habe, ich habe da einfach so richtig Lust zu, die zu verspinnen. Ja, also mir geht es ja im Prinzip auch nicht anders als euch. Und da habe ich, da folge ich auf Instagram schon länger einer Britin, die aber ich glaube, in der Pfalz wohnt, also hier in Deutschland lebt. Und die spinnt ganz toll. Und der folge ich halt, weil die auch oft was von John Arben verspinnt. Und die hat irgendwann geschrieben auf Instagram, ob irgendwer irgendwie wüsste, ob es für die jetzige Tour de Vlies, die am 26. Juni startet, ob es da eine John-Arben-Gruppe gibt.
Und da habe ich einfach nicht viel drüber nachgedacht. Ich habe dann geantwortet, dass ich das meines Wissens nicht und dass das schade ist, weil ich so viele Fasern habe. Und dann hat sie geschrieben, ja, wir können ja eine gründen. Und naja, ich meine, man denkt sich auch, weiß ich auch nicht, was man sich manchmal, also was ich mir manchmal denke, aber ich habe halt nicht viel gedacht. Ich habe dann halt so, naja, gesagt, ja klar und so. Und dann hat die sich total viel Mühe gegeben. Und hat halt die ganzen Regeln, die eigentlich gar keine Regeln sind, hat sie dann auf Instagram aufgeschrieben. Ich habe auch immer noch nicht geschafft, das auf Deutsch auch zu schreiben. Aber die Regeln sind im Grunde genommen keine Regeln, sondern man schreibt eine private Nachricht an sie oder an mich, dass man halt in der Gruppe ist. Und es gibt die Gruppe auch nur auf Instagram und nicht auf Ravelry. Und man spinnt einfach Fasern von John Arben und macht halt Bilder und versieht halt diese Bilder mit dem Hashtag, den ich jetzt auch nicht aus dem Kopf Ja. Ich verlinke ihn aber unten. Ich weiß nicht, schon ungefähr, aber das nützt jetzt nichts, wenn es nur ungefähr ist, sondern ist falsch. So. Und jetzt habe ich heute gerade erfahren, dass John Arben für die gesamte Zeit der Tour de Vlies, ich weiß jetzt auch leider noch nicht mal, ob schon vorher, auch noch einen 10% Gutschein für die Fasern. Also nicht Gutschein, also 10% Ermäßigung. Da kriegt man dann so einen Code für und dann kann man die Fasern 10% günstiger bekommen. Was ich total großzügig von denen finde. So, es ist jetzt gerade auch noch ein Hund hier hochgekommen, und zwar der alte Hund, der Angst hat, weil es draußen gewittert. Oh, ich sippi. Oh Gott, der zittert auch ein bisschen. Oh. Aber es nützt jetzt auch nicht so viel, wenn man den tröstet, dann macht man es eigentlich ja nur noch schlimmer. So. Was wollte ich noch sagen? Ja, also ich werde das bestimmt jetzt noch vor dem Wochenende oder am Wochenende schaffen, diese englischen Richtlinien da zu übersetzen, also die gar keine Richtlinien sind, weil man kann einfach spinnen und braucht nur diesen Hashtag und dann ist es nur einfach schön, weil man dann halt die ganzen Bilder sehen kann, gesammelt sozusagen. Und ja, also wie gesagt, ja, kümmere ich mich noch ein bisschen drum. Und dann habe ich heute sehr lange gearbeitet und ich muss ja sagen, das habe ich gestern, glaube ich, schon gesagt, ich vertrage wirklich die Wärme nicht. Also ich hoffe, dass ich mich jetzt diesen Sommer noch ein bisschen akklimatisiere, weil heute war es im Prinzip auch gar nicht so warm. Also ja, keine 35 Grad, aber es hat mir trotzdem schon gereicht. Ja, obwohl ich natürlich weiß, dass ihr wahrscheinlich, also weil wie fast alle Menschen, mit denen ich spreche, total happy seid über die Wärme. Ist ja auch gut so, es muss ja auch warm sein. So. Ja, dann zeige ich euch noch meine letzte Lieferung von John Arben, die gestern ja untergegangen ist. Und zwar, ich hatte ja die vorletzte Bestellung, da hatte ich ja ganz viele verschiedene 100 Gramm Tops bestellt. Und was auch schön ist, jetzt hechelt der Hund hier so laut. Mensch. Ja, der mag das halt nicht mit dem Gewitter. Also ich habe jetzt einmal 300 Gramm. Achso, und diese einzelnen, ich habe jetzt mal ein bisschen mehr von jeder Farbe bestellt, weil ich dachte, das macht vielleicht mehr Sinn, weil man dann halt logischerweise mehr von einer Farbe hat für irgendwelche Projekte. Und zwar ist das jetzt das Harvest Hue Top. Die Farbe heißt unaussprechlich Sycamore. Und ist 65% Organic Kelly Farmed Falklands Merino und 35% Devon Swabless geschrieben. Ich glaube, das ist so eine holländische Rasse. Ich weiß es nicht genau. Es ist wahrscheinlich spiegelverkehrt. Das sind halt 300 Gramm in einer meiner Lieblingsfarben. Und zwar ganz dunkles Grün. Was jetzt so ein bisschen, ja, so wie ihr es jetzt seht. Wenn man näher rankommt, wird es irgendwie heller.
Und da sieht man auch diese verschiedenen Schattierungen. Und das ist so nicht super weich, aber auch, es ist schön griffig. So, einmal. Ich muss das leider wieder zurücktun, weil ich sonst nicht mehr weiß, wie die Farben heißen. Das waren einmal 300 Gramm. Ja, und diese Dame, die diese Idee hatte mit der Tour de Vlies und dieser John-Abend-Gruppe, die heißt auf Instagram die Melza the Cat, also die Melza die Katze. Das werde ich versuchen, also das heißt versuchen, also hier schreibe ich unten rein. So, als zweites Top auch 300 Gramm, und zwar war das die One, also die hatten ja virtuell Wonderwool gemacht vor ein paar Wochen oder vor anderthalb Monaten. Und da hatten sie eine Sonderfärbung, die heißt Wibbly Wobbly. Und 30% Alpaka, 30% Exmoor Blueface, 20% Devon Close Wool und 20% Romney. Das ist sehr faszinierend. Guckt mal, ist das nicht schön? Und das wird so spannend, wie das aussieht, wenn das versponnen ist, bin ich ganz gespannt und fühlt sich auch wieder ganz anders an. Obwohl da Alpaka drin ist, fühlt sich das fast ein bisschen ja noch rauer an. Jetzt fängt es auch noch an zu donnern. So. Jetzt fängt der Hund auch noch mehr an zu hecheln und zu zittern. Also wenn ihr hier irgendwelche unanständigen Geräusche hört, das ist wirklich der Hund. So, als dritte Farbe, unaussprechlich, irgendein Wort und danach steht Bach, Schefflau, also wahrscheinlich irgendein englischer Dialekt. Und das ist 40% Exmoor Blueface, 24% Blueface Leicester, 20% Seide und 16% Wensleydale. Also eine mega abgefahrene Mischung. Und guck mal. Man sieht da auch die Seide so glänzen. Und das sind 200 Gramm. Ohne Plan und Ziel alles eingekauft. Aber ich finde es so schön. Ganz toll. Ach, das riecht so köstlich. Es riecht nach Schaf. So, keine Sorge, es dauert nicht mehr lange. Dann sind wir hier durch. Noch eine ähnlich bunte Farbe, und zwar ist das aus deren, die haben eine neue Garn- und Kammzüge-Range, die heißt Appledore. Und das ist die Farbe, ach meine Güte, Slagma Girdle. 40% Devon Close Wool. 40% Romney und 20% Exmoor Blueface. Und das ist wirklich robustere Wolle. So. Und ist das nicht auch eine tolle Farbe? Das sind, glaube ich, auch 300 Gramm. Und das muss ich wahnsinnig gut verschwinden lassen. Ganz, ganz schön. So. Und jetzt kommt tatsächlich das letzte Topf. Jetzt fängt es auch richtig an zu donnern. Und zwar ist das auch Appledore 200 Gramm, Wimple Wonder und ist eine sehr etwas diffusere Farbe, auf die ich aber auch sehr gespannt bin, weil das halt, wenn man hinterher da was draus stricken will und ich kaufe nur so, naja, knallrosa mit ein bisschen bunt und lila und irgendwas Grünes, also so klar, also klarere Farben, dann ist es schön, wenn man das, finde ich, mit irgendwas kombiniert später, wenn es da so ein bisschen so schwammigere Farben. Könnt mir vorstellen, dass das hier so ein ganz interessantes grau, gräulich, bräunliche
Wolle ergibt. Ganz schön. Auch 200 Gramm, auch ein Appledore. Top. So, das ist es gewesen. Jetzt kann ich mich wenigstens noch mal richtig von euch verabschieden, ohne quasi nur aus dem Bild zu rennen gestern. Und mich vor allem herzlich bedanken, nicht nur für die Kommentare, die beantworte ich auch alle. Meistens warte ich immer ein, zwei Tage, damit sich das lohnt, diesen Rechner hochzufahren. Und vor allem noch auch für die ganzen Bestellungen, die seit gestern eingegangen sind. Also das ist wahnsinnig schön und ganz, ganz lieb und toll. Ich werde jetzt nämlich noch gleich anfangen, die Pakete fertig zu machen. Ja, also macht es gut. Habt ein schönes Wochenende. Schaut mal auf Instagram. Achso, das ist noch ganz wichtig. Entschuldigung, wenn es schon wieder alles so hin und her und ja, ich muss euch mal ganz ehrlich sagen, und es ist auch kein Phishing for Compliments, ich weiß manchmal gar nicht, warum sich das überhaupt jemand anguckt. Also auf jeden Fall, um nochmal auf diese Tour de Fleece-Sache zurückzukommen. Genau, ihr könnt da auf Instagram gucken. Also ihr könnt auch bei der April gucken. Also das ist diese Demelza the Cat, die sich da sehr reingehängt hat. Und wie gesagt, einfach nur eine private Nachricht auf Instagram schreiben, wenn ihr mitmachen wollt. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass viele ja wirklich sehr zurückhaltend sind, wegen des Brexits aus England zu bestellen. Aber das ist wirklich, wirklich einfach. Also es ist nicht besonders teuer, zumal diese, ich finde auch diese ganzen Tops jetzt zum Spinnen überhaupt nicht teuer sind. Also das wird dann zwar in Pfund angezeigt, aber wenn man das zum Beispiel per PayPal bezahlt, bezahlt man das dann ganz normal in Euro. Also das ist total übersichtlich. Und John Arbin hat die englische Mehrwertsteuer sozusagen schon heruntergenommen für die europäischen Kunden. Und das Einzige, was passiert ist, es fällt auch kein Zoll an, sondern das Einzige, was passiert ist, dass wenn ihr die Sache vom Postamt abholt, also es wird dann eigentlich immer mit DHL geliefert. Ich weiß nicht, die machen das jetzt nicht mehr an der Tür wegen Corona, aber wenn man es dann abholt, ganz normal wie jedes andere Paket auch, dann muss man die deutsche Mehrwertsteuer zahlen. Und das sind ja immer 19%. Also ich habe jetzt, das ist natürlich schon wieder keine Zahlen mehr, ich weiß nicht, für 70 Euro bestellt, das, was ich euch gerade gezeigt habe, inklusive also Versand. Der Versand ist auch nicht irre teuer. Und dann habe ich 18 Euro gezahlt, als ich das also einfach in bar, als ich das Paket abgeholt habe an die Post. Das sind dann 13,50 Euro für diese Steuer da und nochmal 5 Euro für die Bearbeitung. Also ich habe knapp 20 Euro bezahlt. Und das Paket, es dauert dann vielleicht ein paar Tage länger, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und weiß nicht, ich unterstütze die halt auch gerne, weil ich mir vorstellen kann, dass die auch viele Bestellungen durch den Brexit einfach verloren haben. Ja. Also ich freue mich sehr auf die Tour de Fleece und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch und vielen Dank fürs Schauen und für die Geduld mit mir. Und macht euch ein richtig, richtig schönes Wochenende. Ich werde das auf jeden Fall tun. Auf Wiedersehen. Tschüss.